Hallo, ich bin die Chantal Feldker. Und ich bin der Christian Feldker. Und wir gehören zur Kampagne Freiraum für Macher. Und wir sind die Manufakturfriseure. Und wir möchten euch heute erzählen, wie unsere Lebensgeschichte so verlaufen ist und warum wir genau hier in Marktredwitz sind. Ich bin original Marktredwitzerin, Rawitzerin, wie man bei uns so schön sagt. Und habe damals auch hier meine Lehre begonnen als Friseurin. Das ist mittlerweile jetzt 22 Jahre her und ich glaube, ich hatte, wie viele hier aus der Region, das dringende Bedürfnis, unbedingt mal hier wegzugehen. Und das habe ich dann auch getan. Bin dann nach München gegangen, habe dann aber doch relativ schnell feststellen müssen, dass das nicht meine Stadt ist und dass ich unsere Region und alles, was unsere Region so besonders und ausmacht, echt total vermisse. Dann habe ich bei der Firma Wella meinen Mann kennengelernt. Wir sind beide Friseure. Und Gott sei Dank sind wir heute wieder hier. Und wie das entstanden ist, kannst du bestimmt viel besser erzählen. Ja, eigentlich war es jetzt ein Agreement, dass wir, damit deine Eltern ihren Enkel sehen, für ein paar Jahre hier bleiben und dann in meine Heimat gehen. Und ich musste nach ein paar Jahren halt feststellen, dass es hier doch sehr, sehr schön ist und dass man hier sehr viel machen kann im Freiraum für Macher. Und wir haben in den letzten 10 Jahren doch einiges aufgebaut. Also wir sind mit 4 Leuten gestartet, haben vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln, haben vielen Endverbrauchern die Möglichkeit gegeben, tolle Haare zu bekommen und stehen hier jetzt mit 19 Angestellten. Genau. Und das ist genau der Grund, weswegen ich wieder nach Hause wollte, weil ich das Gefühl habe, dass man sich hier viel besser verwirklichen kann. Hier baut man Häuser und keine Fassaden. Die Menschen hier sind viel ehrlicher und die ganze Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, gefällt mir viel besser, denn hier sind wir einer von wenigen und in der Stadt wären wir nur einer von vielen. Genau, also wir können unserer Kreativität freien Raum lassen, wir sind näher an den Menschen dran, das ist sehr angenehm, ich kenne es selber, ich komme selber aus einer Kleinstadt und weiß es sehr zu schätzen, wie es halt so ist, wenn man ja mehr gesehen wird, ja, und wenn man halt den Menschen auch was zurückgeben kann und nicht nur einfach so vor sich hin lebt. Genau, und für mich war das Allerwichtigste, dass man ja einfach hier auf Menschen trifft, denen es nicht wichtig ist, was du hast, sondern dass es einfach nur wichtig ist, wer du bist. Wir haben ja einfach den Freiraum gefunden, uns zu verwirklichen und das ist einfach sehr schön, dass wir Familie und das berufliche Leben unter einen Hut hier bringen können. Freiraum für Macher.